Wenn wir in einer unangenehmen oder schwierigen Situation stecken, dann haben wir im Sprachgebrauch oft so einen Satz wie, da stecke ich ganz schön fest in der Klemme. Oder jemand sagt zu uns, da hast du dich aber bös in die Klemme rein manövriert. Oder, wie komme ich denn jetzt aus dieser Klemme raus? Ist doch interessant, dass wir das umgangssprachlich benutzen, um eine bestimmte Situation zu beschreiben. Eine Klemme ist ja wirklich ein ganz praktisches Ding. Wir halten etwas mit einer Klemme zusammen. Eine Büroklammer, eine Wäscheklammer, was auch immer. Es werden Dinge, zwei Dinge oder mehrere zusammengedrückt. Und das ist interessant, dass wir das umgangssprachlich genauso benutzen und empfinden. Ich sitze in der Klemme. Und so geht es uns einfach manchmal in unserem ganz alltäglichen Alltag. Wir haben eine Situation, in der wir irgendwie wie feststecken, wie zusammengedrückt sind. Und dann erfordert das von uns eine Entscheidung. Was tust du, wenn du in eine bestimmte Klemme, in eine bestimmte Situation gekommen bist? Suchst du dann einen Ausweg in den altbekannten, eingefahrenen Spuren, eben in Ablenkung, in Drogen, in Alkohol, in irgendwelchen Suchtmitteln oder auch die ganz normalen Suchtmittel wie, dann esse ich nicht mehr oder ich esse so viel ich kann, damit dieser Schmerz, dieser Druck von der Situation gelindert wird. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Sache in unserem Leben. Und in unserem geistlichen Leben müssen wir eine Strategie entwickeln, wie wir aus dieser Klemme herauskommen. Woher nimmst du Zuversicht? Woher nimmst du den Ausblick, dass du aus der Situation, in der du jetzt gerade feststeckst, in die du dich vielleicht sogar unter Umständen selbst hineingebracht hast, woher nimmst du die Zuversicht, dass du da wieder rauskommen wirst? Wir lesen in Hebräer 13, denn er hat gesagt, ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, sodass wir zuversichtlich sagen können, der Herr ist mein Helfer. Was soll mir ein Mensch tun? Schau, in Situationen, in denen wir einfach keinen richtigen, machbaren Ausweg im Moment finden, halten wir trotzdem unsere Zuversicht fest, dass wir uns an Gott wenden können. Wir halten es fest, dass er sagt, ich bin da, ich will dich nicht verlassen, ich will dich nicht versäumen, ich bin da, dass ich dir helfe. Aber wir müssen uns in diesen Situationen an ihn wenden, nicht an etwas natürlich Machbares, nicht an irgendwelche Ausflüchte, die uns unter Umständen noch tiefer in schwierige Situationen hineinbringen, sondern wir hängen uns an ihn. Wir sagen, Herr, hilf mir. Es tut mir leid, wenn ich mich selbst in eine ungute Situation reinmanövriert habe. Es tut mir leid, wenn ich schuldig geworden bin an jemand anderem. Es tut mir leid, wenn ich nicht deiner Agenda gefolgt bin. Es tut mir leid, wenn ich nicht deine Priorität als erste in meinem Leben gemacht habe und ich jetzt in diese Situation gekommen bin. Aber ich danke dir, dass du mir vergibst. Ich danke dir, dass du mir zugesagt hast, dass du an meiner Seite bist. Ich danke dir, dass du mich nicht verlässt. Ich danke dir, dass du mir durch diese Situation hindurch helfen willst. Ich danke dir, dass dein Versprechen gilt. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und egal, ob es Menschen sind oder andere Umstände, was sollte mir ein Mensch tun? Welche Gewalt können Menschen über mich haben, wenn Gott für mich ist? Er ist für dich. Er ist in der Situation, in der du jetzt bist, für dich. Danke dir, Gott, dass du mehr für mich hast.